Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. John und ich haben einen langen Ritt unternommen von Mexiko zurück hier nach Blackwater. Schnellreise ist ja nicht möglich, Kutschenreise auch nicht, weil es über die Grenze geht. Nun gut. Dann ein schöner Gesundheitsschlaf und weil es so langweilig war, hat John mal in seinen Sachen rumgekramt und hat noch was Interessantes gefunden, was ich euch nicht vorenthalten möchte. Nämlich die Erpressungsfotos für diesen einen Typen, die wir ihm ja gar nicht gegeben hatten, sondern nur gezeigt hatten. Und damit hat sich John in den Schlaf gewiegt. Ja, nur dass ihr die auch mal gesehen habt, womit wir also jetzt hier die Erpressung durchgezogen haben. Sehr vergnüglich das Ganze. Okay, alles klar. Dann geht's los. Wir haben einen Termin bei Agent Ross. Es ist ganz früh am Morgen. Im Saloon scheint aber ziemlich viel los zu sein, wenn ich die Stimmen jetzt hier ernst nehme. Aber nee, es ist nur der einsame Pianist, irgendeine Dame, die hier bis 5 Uhr früh geblieben ist. So sieht's auch aus. Und jetzt hier geht die Sonne auf. Sehr gut. Und insofern werden wir jetzt mal nicht reiten, sondern... Doch, wir werden reiten. Natürlich werden wir reiten. Und, ah ja, wir wissen ja, unser Pferd steht hinten immer in der Gasse. Und jetzt läuft's andersrum, natürlich, alles klar. Ich hätte eigentlich gleich mal in die Gasse gehen sollen. Da kommt es. Arthos, bist du es noch? Ich bin mir ja nie so sicher. Bei den ganzen Pferden. So, jetzt wollen wir mal zu Agent Ross. Hör ich da irgendwie Gekreische? Nächtliches Gekreische? Morgendliches Gekreische, muss man sagen. Und hier gibt es ja immer nichts zum Pferde anbinden. Das ist aber auch wirklich... Ah, die sind alle schon im Automobilzeitalter, habe ich das Gefühl. Ach, zwischen 7 a.m. und 10 p.m. sollen wir wiederkommen. Wir sind zu früh, Leute. Wir sind zu früh aufgestanden. Was sagt denn die Uhr? Es ist 6 Uhr. Wie verbringen wir denn jetzt diese Stunde? Nochmal ins Zimmer gehen? Nee, möchte ich nicht. Die Zeit vergeht auch relativ schnell. Wisst ihr was? Wir machen mal einen morgendlichen Rundritt. Schauen uns mal den Sonnenaufgang über dem See oder Meer oder Fluss, was auch immer das ist, an. Und denken daran zurück. Wisst ihr noch, dass wir hier auf diesem See Abigail den Verlobungsantrag gemacht haben? Da draußen, ein bisschen weiter rechts war es. Vielleicht können wir nochmal zu der Stelle reiten. Daran denkt John jetzt vielleicht, wenn er in die aufgehende Sonne schaut. Duell mit uns. So könnten wir natürlich hier unten, ich glaube, in der Bucht lag das Ruderboot. Und von hier aus sind wir rausgefahren. Ich kann mich noch wirklich gut erinnern an diese Szene. Und die Stimmung war ähnlich schön. Aber Abigail ist leider nicht da. Ob wir sie nochmal wiedersehen werden? Ich hoffe ja sehr. Was sagt jetzt die Uhr? Ah, erst 5:45. 20 Minuten erst vergangen. Ernsthaft? Vielleicht sollten wir doch das Duell eingehen. So ein bisschen als Zeitvertreib. Steht der Typ noch da an der Ecke? Wir reiten mal ganz langsam. Wer hat uns hier herausgefordert? Bist du das? Der da. Der könnte es sein. Der da steht. Der sieht so ein bisschen aggressiv aus. Ist aber nicht. Da habe ich mich getäuscht. Na gut, dann machen wir bei unserem lockeren Morgenritt mal weiter. Hallo. Mal sehen, was wir noch so sehen und auf wen wir noch so treffen werden. Ist schon einiges los hier am frühen Morgen. Und hier gibt es noch einen schönen Bauplatz. Das sind die arme Leute Hütten, die sind hier auch schon immer. Und die Hauptstraße ist schon, in gewisser Weise ist die schon ein bisschen eindrucksvoll, muss ich mal sagen. Jetzt gehen die Laternen aus, habt ihr das gesehen? Kann man sich da urzeitlich irgendwie orientieren? Nee, 5:30 erst. Möbelladen, Likör und Wein haben wir hier. United States Post Office. Ich hätte natürlich auch Zeitung lesen können, fällt mir gerade mal auf. Hey, John! Mr. Marston! Hey! Was gibt's?
Kann ich helfen? Ich habe noch ein bisschen Zeit. 15 Minuten oder so. Schaut mal, er pumpt jetzt da Wasser rein. Wir beobachten mal ein bisschen, was er macht. Wow, das ist ja wirklich gut gemacht. Schaut mal, das schäumt da richtig rein. Das ist schön. Das ist ein grafisch schöner Effekt. Ich habe das Gefühl, es wird auch voller. Also das sieht man nicht häufig, solche Details. Und jetzt machst du das für die Pferde. Oder? Ich glaube, es wird nicht voller. Ich täusche mich möglicherweise. Wie lange will er das jetzt noch betreiben? Er ist fertig jetzt. Und jetzt? Das ist offenbar hier sein Job. Und was mich immer nervös macht, kaum sind wir mal abgestiegen. Oh, schaut mal, da ist das Automobil. Oder ein Automobil. Können wir das vielleicht benutzen? Boah, nee, schade. Ich dachte, wir könnten mal eine Spritztour machen. Ach, wisst ihr was? Da fehlt auch hinten ein Rad. Das ist gar nicht heile. So, da haben wir unser Pferd. Komm, bleib stehen. Lauf doch hier nicht wieder im Kreis. So, wir haben es geschafft. Es ist 7 Uhr. Der Zeitungsjunge hebt seine Zeitung hoch. Für uns das Signal, dass wir endlich zu Agent Ross reiten können und unseren Termin dort wahrnehmen können. So, du kannst hier die Rabatten futtern. Wir gehen da mal rein. Die rüsten auf, so wie sie aussieht. My family. I've done what you asked. No, you haven't. This is the land of opportunity, and I gave you the opportunity to save your family, and you failed. How could I possibly reward you? Marston, you're a public menace. We should have had you killed. I wish you had. But since you didn't, where's my family? Oh, spare me the noble savage fall on the sword tripe, will you, old boy? It's nauseating. You don't wish to be dead. You're an insignificant creature, desperately clinging on to life like the rest of the scum in this town. Yeah, I know, it's tough. You like Dutch. He's a charming fellow. He makes sense. He's like one of those nature writers from back east, only he takes things a tiny little step too far. Rather than just loving the flowers and the animals and the harmony between man and beast, he shoots people in the head for money and disagreeing with them. He's a goddamn killer. Now, I'm not a great intellect, but the metaphysical leap from admiring the flower to shooting a man in the head because he doesn't like the flower is a leap too far. So, I know it's easy. You see, me and Archer, we're the bad guys. We enforce the rules. Now, while the rules may not be perfect, they're really not so bad. Exactly. What's the alternative? See, I'll tell you what the alternative is. It's not complicated. It's about one man and his gun versus another man. Sure, civilization may be dull, but the alternative, Mr. Marston, is hell. And the way you enforce this civilization, this freedom for men to like or not like flowers or whatever in God's name you were just talking about, is to kidnap a man's wife and son? Well, I know there's contradictions. I'm not gonna lie to you. Yeah, as I said, I'm not a great intellect. Now, after the debacle with the army and the bank, we have to put Mr. Vanderlyn to rest ourselves. Will you help us? Do I have any choice? Now that you mention it, no. Then what was that pretty speech in aid of? No, rightly no. But it sure felt good saying it. Shall we, Mr. Marston? Let's go.
Dieser Monolog war insofern merkwürdig, als es ist ja nicht so, dass John es nicht versucht hätte und dass er Dutch nicht umgebracht hat, weil er Dutch so mag. Okay, wir haben mal wieder hier so ein Maschinengewehr. So eine Art Panzerwagen. Oha. Oha. Now keep your finger off that trigger until we get out of Blackwater. Oha. Die Leute sind ganz hin und weg. They told me about these. The army's been building them in secret. Oh my god. What kind of automobile is that? This killing machine of yours seems to be turning a few heads. Our armed forces have no equal. We have made incredible progress the past few years. Is that what you call it? This isn't much more than a simple prototype. You should see what they're working on in Virginia. Soon there will be no war we can't win. Na, dann ist er gut. The army has made camp a little way outside town. They put word out a large cache of ammunition and food is stored there. Vanderlyn's gang needs constant supplies, so that should be enough to draw them in. No mistakes this time. You hear me, Marston? I thought you were talking to Fordham. Warum hat er denn gesagt, das mit der Armee hat nicht geklappt? Jetzt kommt doch erst der Versuch, offenbar mit der Armee hier zu agieren. Vorhin hätte er es in seinem Monolog anders formuliert. Ernsthaft, die setzen jetzt die Armee gegen Dutch ein? Und ich frage mich, warum brauchen sie John, um dieses Maschinengewehr zu bedienen? Na gut, er ist einer der Besten, das wissen wir natürlich. What's the word, Captain? We spotted one of Dutch's men about an hour ago. I think he took the bait. Let's get in position then. Have your men ready to run him down if you have to. Dismiss! Load weapons and get to the sandbags! Move! Are you ready to finish this, Mr. Marston? I guess so. Okay, die erwarten, dass er jetzt hier vorbeikommt. Boah. Everybody stay alert. Na, so wohl fühle ich mich mit dem Maschinengewehr eigentlich nicht, muss ich mal zugeben. There they are! Open fire! Okay. Take that! How many bastards are there? Da sind viele, haben wir ja schon festgestellt. We should have done this a long time ago! Uiuiui, okay, wow. Ungefähr auf der Horizontlinie bleiben. Dann kriegen wir sie, glaube ich. Keep it steady! I thought we were friends! Okay, wow. Stop me now, fool! Irgendwie haben wir. Werden wir getroffen? Cease fire and mount up! We're going after them! Okay, alles klar. Jetzt verfolgen wir sie. Ob das eine gute Idee ist? Christ, this thing's a lot bumpier off the road. It's gonna be a mess if we have to follow them into the woods. Ernsthaft? Ihr wollt in den Wald damit? Das ist eine gute Idee. I can hardly hold on. Just shut up and drive, Fordham. Oh. Get those men behind the rocks. Keep them back. Uh-oh. Cut them savages. Verdammt. Ei. Das ist ein bisschen heikler, das Ganze. We'll kill every last one of you. Also das bewegende Ding, boah, das ist schon hart. Das sind unsere Leute. Okay.
Haben wir noch ein bisschen Medizin? Dreimal. Ich nehme eins. Dann links ist auch noch einer. Verdammt. Okay, den hab ich übersehen. Wir hätten die Medizin jetzt nehmen sollen. Oh Leute, das wird immer brenzliger. Das war's. Puh. Hart. Ich hoffe, wir müssen nicht die ganze Schießerei wiederholen. Wir hatten hoffentlich die erste Phase überstanden. Okay. Versuchen wir es nochmal. Sind hier ein paar mehr auf der Flucht? Christ! This thing's a lot bumpier off the road! It's gonna be a mess if we have to follow them into the woods! Gut. So, ich glaube, hinter den Steinen kam sie vor. Den Links haben die anderen erledigt. Oh oh. Mir ein paar von den Kranzsätzen aber wohl schon wieder abbekommen hier, ne? So. Da vorne ist noch einer. So, bis jetzt läuft es einigermaßen. Hier war aber das letzte Mal das Problem irgendwie. Die mit ihren scheiß Brandsätzen. Oh oh. Okay, der hat uns voll getroffen. Hier vorne ist irgendwie einer. So, jetzt bin ich erstmal durch. Hier geht's weiter. Kriegswagen? Wie? Okay, das war einfach. Oh, das nicht. Nächste Medizin. Ein paar Volltreffer erwischt. Da oben sind sie, verdammt. Gut versteckt hinter den Felsen. Oh nein! So viel dazu. Okay, aber immerhin, wir können jetzt auf unsere Waffen zurückgreifen, oder? Ihn hat schwer erwischt. Wie geht's uns? Well, Mr. Marston, it seems like your mentor Dutch no longer looks quite so kindly to his student. That man is insane. So it seems. I think we need to get him before sundown. As you say, Captain. Otherwise, he'll be gone again. And what if I say no? Now, before I shoot you myself, let me just point out the obvious. The one person we have left that can appeal to Mr. Vanderlyn is the last person we know who knows him. Your wife. That won't be necessary. Mr. Ross, Captain, let's go. Okay, am Ende geht es ganz offensichtlich immer nur um so eine Art Lockvogel-Funktion, die sowohl wir als auch möglicherweise Abigail einnehmen kann. Die spekulieren einfach darauf, dass Dutch Interesse auch an uns hat. Dutch? Yep, that's what they keep telling me. But if you feel like doing it, please be my guest. This is suicide, if you ask me. My scouts have seen that fort of his. I wanted to wait for more men, but them city boys back there weren't having none of it. Can you answer to them? Unfortunately, it seems that now we do. Let's go! Okay, es geht wohl wieder gegen diese kleine Bergfestung, die wir schon mal ausgekundschaftet hatten mit dem Indianer. They said you was in a gang with this Dutch Vanderlyn. I was once. Long time ago. Don't seem like the kind of fella you want to run with. Unless I completely misjudge your character, of course. When he turned crazy, I left. At least I tried to leave. Until those suits back there came and knocking, threatened to kill my wife and son if I didn't go after him. Strange times we live in, partner. Strange times. Come on. It's a funny business. Army, government men, criminals, with all due respect.
You're telling me? Too many hands on the tiller, if you ask me. This is how mistakes happen. My boys don't know who's giving the orders no more. Take it from me, mister. When we get up there, it ain't gonna matter. It'll be every man for himself. Yeah. So, kommen die anderen mal nach hier? So weit bis zu Dutch Versteck. Offensichtlich, ich kann mich gar nicht mehr erinnern. So, kommen die jetzt hier noch nach? Ja, da kommt die Truppe. Oder ist das noch ein anderes Versteck? Wir sind jetzt schon wieder aus dem Schnee raus. Komisch. Wir sind jetzt auf der anderen Seite des Flusses. Ich schaue mir das mal auf der Karte an. Okay. Sagen wir mal so, das ist vermutlich ein anderer Zugang in die gleiche Festung. Das könnte ich mir vorstellen. Alles klar. So, wir warten mal auf die Bande. Gott, sind die langsam. Was ist denn da los? Ich dachte, es ist die Kavallerie der Vereinigten Staaten. Da habe ich ein bisschen mehr erwartet. So, ich verliere ein bisschen die Geduld. Ich reite mal ein bisschen vor. Jetzt kommt der Schnee wieder zurück. Und wir müssen weiter hoch hier. Die Serpentinen. So, da unten kommen unsere Begleiter. Hier sind wir offenbar gleich da. Das scheint der Eingang zu sein. Na los, wir warten mal jetzt. Das Huftrappeln höre ich schon. Aber das dauert, ehe die mit ihren lahmen Pferden hier hochkommen. Okay. Everybody
move in! You want to stop doing that? Where did all these fools come? Bleiben erstmal ein bisschen hinten, ne? Würde ich mal sagen. Die anderen können auch was machen. Aber in Deckung können wir trotzdem gehen. So, okay. Fliehen erstmal. Wir sollten aber nachladen. Der Baum. You fellas should have stayed at home. Move up! This way! Smell of business. Stop right there, I'll blow your brains out. Hold them off! Okay. Here come more of them. Come on, shoot them! I'd stay right there if I was you. I'm open, cover me! This is gonna be one hell of a massacre. Who's covering me? This is the United States Army. Let's go, so, man. Weiter. Move into the village. Rein in das Dorf. Okay. Das wird hier schon als Dorf bezeichnet. Wo gehen sie lang? Da unten. Wir folgen mal. Wir müssen ja nicht an der Spitze rennen. Da irgendwo oben haben wir schon drauf gestanden. Wir nähern uns tatsächlich der Sache. Okay. Mal wieder die Gatling Gun. Alles klar. Okay, then. Boah, hier ist doch alles voll Sprengstoff. Oder? Jawohl. Da hinten doch auch, oder? Das bringt es. So, du sollst dich aber nicht in Stellung bringen. Da oben ist einer. Die Stellung ist unangenehm. Uns geht's irgendwie nicht gut. So, da haben wir noch. Zwei, drei, da ist auch noch einer. Wo sind die anderen? Da hinten. Okay, war's das? Ich glaube, das war's erstmal, ne? John, was war das für eine Aktion? Habt ihr das gesehen? Gut, den Captain treffen. So, meine Güte, das hat Dutchy aber gut organisiert und aufgebaut. Respekt, so groß war unser Bandenlager nie. Der hätte echt eine kleine Armee hier zusammengesammelt. Right, Marston. We'll take two men with us. The rest will stay here and take care of the wounded. They'll plant charges at the gate. You and I'll provide the cover fire. All right, man. Blow that gate open. Keep them covered now, Marston. Up top! Cover them! Ja, Gott, muss ich erstmal selber irgendwo in Deckung gehen. Drop your guns and walk away! Verdammt. Okay, das ist hier. Wir gehen mal lieber auf die Pistole, oder? So, dahin sind welche. Geht weiter. Haben wir's? Take cover, man. Okay. Fire in the hole. You tend to your wounded. I gotta face Dutch alone. Looks like it's me and you, John. You should have stayed at home. You better follow me. United States Army. Okay, Dutch wachen jetzt mal hin. Während er auf uns feuert.
I'm ashamed. I don't have a choice. There's always a choice. You're just too blind to see. They got my family. Your family? Offenbar sollen wir das dort anschießen. Jetzt brennt es da oben. Alles klar, ich verstehe. Ha. Damit hast du nicht gerechnet. Ja, das ist auch nicht der Plan. Oh, verdammt. Ja, durchs Feuer laufen ist, glaube ich, keine gute Idee. Wir müssen hier lang. Wie geht's weiter? Hier hochklettern? It's over, John. I ain't leaving here without you. Die haben ja aufs Gewehr wechselt, ne? So. Die Treppe hier hoch, ne? Ob das auf ein Duell hinausläuft? Wo ist er? Hier durchgerannt? Ich vermute mal, ne? Da oben. You're just like me, John. You can't change who you are. I ain't like you. So, wie kommen wir da jetzt hoch? Ach, da ist die Leiter. Auf der Seite. Das Ganze hin, was hat. Das muss ja eine alte Mine sein, die er hier quasi mitbesetzt hat. Das können sie ja nicht reingeschlagen haben. That's where you're wrong. Da soll es jetzt enden. Hello again, John. Hello, Dutch. We gotta stop meeting like this. Sure. I got a plan, John. You always got a plan, Dutch. This is a good one. I don't doubt it. We can't always fight nature, John. We can't fight change. Can't fight gravity. We can't fight nothing. My whole life, all I ever did was fight. Then give up, Dutch. But I can't give up, neither. I can't fight my own nature. That's a paradox, John. You see? Then I have to shoot you. When I'm gone, they'll just find another monster. They have to. Because they have to justify their wages. That's their business. Our time has passed. Yeah. So at the end you didn't doch aufgegeben. The man's dead, Ross. Sure. Can I see your gun? Oh nee, ernsthaft? Oh, trust me. It looks better in the report that way. Where's my family?
Your wife was killed in a prison riot last week. Was? I'm only joking, dear boy. They were sent back to that Scrabble ranch of yours in Beecher's Hope. They're quite safe and sound. They better be. Thank you, Mr. Marston, for everything. I know this wasn't easy for you, but I have to say, you've done your country proud. Yeah, exactly. See you around, John. Try to stay out of trouble. Come on, Archer. Let's go find somebody else we can annoy. Wow. In dem Punkt hatte Dutch recht. Sie suchen sich ein neues Monster. Oh Mann. Okay, Leute. Weil jetzt die Musik kommt. Wartet mal. Genießen wir sie und reiten zurück. Genau, hier müssen wir hin. And I know the only compass that I need, oh, is the one that is back to you. And the burning blisters on my feet will call to hold me as I'm close to fall. Away from the warmth of your arms I stray. Scribbles such empty caffeinated riddles. Now I okay, Leute, und wir sind da. Und irgendwie kann ich mir gar nicht vorstellen, jetzt Abigail wieder zu sehen. Aber es wird hoffentlich passieren. Ob es passiert, wie es passiert, das erlebt ihr und ich in der nächsten Folge. Bis dahin macht's gut, euer Steinballen.